Ja, hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 in unserem Multiplayer-Projekt auf der Südhemo-Map und mit mir wird am Start unser Virus V9. Hallo Virus. Ja, hallo. Ja, zweite Aufnahme startet, ich habe mal wieder Knoten in der Zunge gehabt. Und ich musste gerade einem komischen Grasanhänger hier ausweichen, der mit im Weg stand. Ja, ich kann ja auch nicht überall gleichzeitig sein. Echt nicht? Ne, ich hab's probiert. Ach. Aber es ging nicht. Okay. Ich würde jetzt aber erstmal ganz kurz vorschlagen, wir sehen auf den Fall nochmal weiter an. Ja. Wenn man mich nicht alles täuscht, brauchen wir das für Bäckerei fürs Brot. Ja, das wäre eigentlich rein logischerweise noch möglich. Wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß nicht ganz genau, aber ich meine. Und dann würde ich gerne mal nochmal einen Mähdrescher mieten. Okay. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Ja, und der andere Mähdrescher werde ich gerade kurz abtanken, der ist schon voll, da bist du schon unterwegs. Ich bin im Händlermenü drin. Achso, dann spring aus dem Traktor da. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal, ob man gibt's da überhaupt. Das ist unser Schwarmboy, das ist da drin, das Ding, wo ich eigentlich jetzt rumfahren müsste. Achso! Ja, das unser Ding ist voll, weißt du? Nein, ich bin raus. Okay. Mal abtanken. Was kostet denn der zur Miete? 14,33. Was kostet denn 12,66. Miete mal den. Eine Stunde, oder? Ja. Will gleich reichen und Maisgebiss. Wieso? Du hast eine Stunde geklickt und steht schon vor was von 48 Minuten. Wie geht denn das, bitteschön? Naja. Bist du drin im Mähdrescher? Nee. Es steht 59 Minuten. Ja, bei mir auch. Da war von Deutz und das USB. Achso, das war die Welle von vorhin. Das wurde wieder nochmal aufgelistet. Ich dachte, alles klar. Nee, das war von vorhin, wo du außerdem die Zeit vorgespult hast. Ah, okay. Ist wird die Meldung hier automatisch mit dem Chat angehängt, wahrscheinlich, ja. Na, mal schauen, ob wir so den Hopfer auch bekönnen, so. Bin ja mal gespannt, ob das funktioniert mit dem Eisgebiet. Ja, bin ich auch. Ach, das ist davor. Wo hast du gesagt, wo du das Gras hingelegt hast bei unserem, Das Stroh. Das Stroh, ja. Bei der Hütte da, wo dachten sie, dass wir können. Ja, genau, direkt beim Feld. Ah, okay. Mach ich das kurz dahin. Wartungslauf 6. Ist 6 Wartungslauf. 5. Ach cool, da gehen sogar Türen auf bei dem Mähdrescher. Okay. Was ist 6? Wartungslauf. Ich fahr gerade wieder blind im Kreis, echt. Ich bin wenigstens mal produktiv jetzt. Wow, Halleluja. So, und ich bin im Feld. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Hopfer. Spring mal kurz raus, ich will kurz nach hinten springen zu schauen. Ja, ich bin ja nicht ganz fertig. Wir haben jetzt erstmal auf. Okay, kein Schreinspringer. Irgendwas groß, viel Grün hatte. Viel Grün. Ah ja, gut. Hat. Guck mal, sogar leider ist eine mir, wenn man einsteigt. Wo bist du denn jetzt? Wie? Guck mal, wenn ich jetzt einsteig. Achte mal auf die Trittleiter. Ah, die fahrt hoch, ja. Cool. Ach, das ist geil, die dreht sich ab sogar. Okay.
Oh. Oh. Jetzt bräuchte mir so ein Streuner-Ding da, um das Gras wieder zusammen zu pflügen, ne? Ja, lern's nicht. Lern's einfach nicht. Ja, Heu. Ist es wieder ja, Heu? Trotzdem nicht. Stroh? Ja! Was okay. Ich hoffe, Stroh machen? Keine Ahnung. Ja, aber das kannst du nämlich nicht verwerten. Das ist mit dem Raps auch. Scheiße, aber da gibt ja Ertrag ohne Ende, hey. Bin schon fast halb voll. Okay. Ja, ist jetzt wieder Zeit, dass ein bisschen Geld reinkommt. Jetzt schon 8000 drin fast. Über 8000. Oh, okay. Fährt er schon? Du hast einmal runter und ich bin voll. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ja, da passt ein Anhänger bei uns, von uns. Da brauche ich wahrscheinlich einen. Ich glaube, da können wir fast einen LKW mieten. Ja, komm, miete kurz einen LKW, ey. Oder? Ja, ja, dann haben wir gleich Fahrzeug und Anhänger zeitgleich. Jetzt bin ich eine Bergfahrt, jetzt habe ich 94%, 13.800 fast. Scheiße, ey. Das Feld ist ja nicht gerade klein. LKW, Miete, 3 Stunden. Und Keeper. Haben wir eigentlich da einen drin, wo wir. Sind wir denn einen Keeper drin? Ich mache jetzt einfach mal sowas. Miete und dann mache ich nochmal sowas. Miete. Und dann mache ich nochmal sowas Miete. Ich habe gar keinen Mietvertrag gesehen. Bei mir kam gar keine Mietbestätigung. Ich habe sie ja gekauft. Ich habe schon wieder 1000 Minus. Ich habe vorhin auch trotzdem gesehen. Vorher habe ich es auch gesehen. Ob das jetzt geht, ich bin jetzt hoffen wir, dass das funktioniert so. Also, ob du dem einladen kannst? Ich muss ihn erstmal ankriegen. Solange auskippen steht, dann ist es immer richtig, oder? Ja. Ah ja, ich sehe es gerade, sonst wird er abkoppeln. Da ist sie. Das ist gar nicht so einfach, ey. Und ich kann ja nochmal Rekord fahren mit den Karabern, aber das ist echt heftig. Bist du? Ein Händler. Im LKW? Ja. Ist das so eng da oder wie? Nee, aber ich versuche gerade zwei zusammen zu kuppeln. Mhm. Oh je, du hast einen Anhänger noch gekauft, okay. Ich habe einen Auflieger und einen Drehschemel hinterm Auflieger dran und jetzt versuche ich gerade einen Auflieger mit dem Drehschemel hinten dran noch an den anderen Auflieger dran zu kriegen. Okay. So, ich fahr's noch einmal. Geht nicht auf. Ich fahr's hier noch einmal mit ja, voll, mit Stroh. Jetzt sagst du ja nichts, oh Mann. Ja, toll. Stroh ist richtig. Genau, ich bin eben. Stolz auf dich. Ich fahr's einmal hier durch mit dem Stroh und nachher gehe ich da mal runter und versuche das da abzutanken und zu verkaufen. Du könntest aber auch den Meter schon gleich mal umsetzen mit dem Startnehmer, der andere. Das steht hier rum, ja. Weiß Feld, 13? Ist egal, die überreifst du und eine Zähmaschine gleich wieder an den Start nehmen. Ja, Zähmaschine muss das Feld gedüngt sein hier. Aber gut, nein, muss nicht. Und ich habe jetzt einen Rotrein gebaut. So. Was dran gebaut? Ein Rotrein. Das bedeutet? Na, guck halt mal.
Okay. Ja, ich hatte ein bisschen was Platz in dem LKW. Ja, da muss auch ein bisschen was reingehen. Weil. Ich glaube, wir müssen trotzdem 3-4 Mal fahren, mindestens bis das Feld weg ist, wenn es nur reicht. Vielleicht bei mir. Haben wir was zu tun? Ja. Ich hab schon wieder 1000 Minus. Nö, ich habe noch genug. Ich schaue immer, dass ich nicht ausgebe, sondern kein Geld reinkriege. Jetzt bin ich der Einzige, der wirklich produktiv arbeitet. Naja. Ich bringe immerhin konsequent immer ein bisschen Geld rein. Aber man muss das Geld für sich arbeiten lassen, das heißt, man muss es investieren. Ja. Ich sammle hier. Das Kapital, das bringt nichts. Eben, darum tue ich das Stroh hier aufheben, das hier rumliegt. Macht damit Geld. Gut, da habe ich schnell der Meter schon voll, aber das ist echt Wahnsinn. Hast du die Zähmaschine wieder an den Start gebracht? Nee, noch nicht. Ich bin immer auch hier am. Problem ist, hier steht noch alles auf dem Feld rum. Okay. Und wenn ich jetzt den losschicke, dann ist noch nicht fertig gedüngt, dann ist hier noch nicht fertiges Gras weg und dann wieder alles weg wieder. Eigentlich brauchen wir Stroh. Noch kurz füllen. Wenn wir so viel Ertrag haben von den Feldern, brauchen wir eigentlich Stroh gar nicht sammeln, oder? Ja, ja, ist gut. Oder? Nee, unbedingt nicht, aber jetzt haben wir es ja noch. So, es ist ja voll. Jetzt fahre ich da runter, ja, und schaue, dann können wir, dann können wir das nämlich Stroh nämlich drin lassen, dann können wir für unsere Viecher dann. Ich will mal schauen, ob das jetzt wirklich funktioniert. Na gut, Stroh gibt's ja noch jede Menge. Eben, jetzt haben wir dann schnell wieder. Dann nehme ich Strohablage jetzt aus. Ja. Und bringe den Meter hier gleich wieder an den Start. Ach, den einen Streifen muss man noch düngen, gell? Ja, der kleine, das Ende da. Aber Düngen steht auch da. Hier ist schon angepasst. 26 ist auch schon ausreif wahrscheinlich, ja? Wir sagen auch. Nein, angepflanzt. 26 ist noch nicht reif. Okay, aber jetzt was angepflanzt. Hast du angepflanzt da? 26? Ja. Dingi. Okay. Mein Gott, da was Neues. Links. Ich weiß, ich sehe jetzt hier einfach mal Raps an. Weil Weizen haben wir noch im Lager, das können wir auf dem Lager zur Bäckerei fahren dann. Ja. Oh, und der Meter mit Hopfen schon wieder fast voll. Was wir auf jeden Fall aber noch holen müsstet, wäre ein Wassertank, weil wir müssen da Wasser zur Bäckerei fahren. Okay. Ich weiß nicht, ob das mit den Anhänger geht. Ja, siehst du, da brauchen wir noch einiges und wir müssen ein bisschen Geld zuerst beschaffen. Na ja, gut, wie gesagt, dank dem Mietmod, weil sonst wären wir jetzt noch nicht so weit. Aber ich glaube, ja, wenn wir den Hopfer jetzt verkaufen, ich weiß jetzt zwar nicht, was Hopfer gibt, aber wenn wir jetzt, wo haben wir den Hopfer, 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 Hopfer. Hopfer haben wir hier. Okay, Hopfer gibt 414 Euro pro Tonne. Das ist ja nicht wirklich viel. Aber Bier gibt 6700 pro Liter. Okay. Pro Tonne. Also 1000 Liter 670 Euro. Aber Hopfer gibt bloß 400. Deswegen ist der Ertrag wahrscheinlich auch so hoch, weil der Preis so niedrig ist. Mhm. Hier mal Rübenschnitzel. Komposterde. Aber wir können drüber schnitzeln. So, jetzt gehe ich noch einmal abtanken hier. Also mal aufladen, abtanken, dann haben wir halt die Folge schon wieder. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Plus. Ja, aber weil ich abgeladen habe. Cool, ich bin reich. Ja, also mal hier wäre das Silo jetzt. Mal schauen, ob es. Ne, warte mal. Nee. Du musst was bei einem Futterlager einnehmen können, wieder, denke ich mal.
Warte mal, hier ist dieses komische Silo, aber ich glaube, es ist sicher eine Aufladestation. Besser nicht. Dann gucken wir mal miteinander, oder? Okay, warte mal. Jetzt habe ich dich gerade festgefahren, muss zurückfahren gleich. Ja, der. Aber das ist sicher Aufladen hier, oder? Nee, das hier, das stimmt. Nee, stimmt nicht. Raps, Mais und Gerste. Kompost, das ist nicht. Also, Komposterbe. Hier müsste es sein. Kurz Eichau, Anzeige, Kartoffeln. Weizen, Gerste, Mais. Silage, Stroh, hier. Was? 113.000 Stroh haben wir drin. Wo siehst du das? Ja, hier beim Futterlager. Bist du? Nicht beim Stall, das sind doch die Zuchtstelle. Wo siehst du das jetzt? Ja. Hallo, hier, hinter dir. Rechts, ja, ich sehe dich. Rechts. Ja, na komm doch rüber. Ich stehe neben dir. Irgendwie stehe ich mir nicht da, wo du siehst. Nee, du oder? Stehst jetzt bei mir gerade hier. Nee, da bin ich nicht. Hinterm Silo. Jetzt stehe ich bei dir. Also, na komm mal mit. Oh, die scheue ich jetzt gerade auf, wenn man hinfährt, läuft, okay. Hier. Ah. Ach so, da kann man aufladen. Wir haben jetzt 113.000 Liter Stroh drin. Ah, cool. Und dann kannst du auch mal deine Schubkarre hier wegfahren. Also bei mir kommst du jetzt gerade erst durch eine rüber mit dem Schlepper. Ich fahr jetzt zum Abtanken hin. Ja, wenn du drunter fährst, dann lädst du auf und fahr dann draußen normalerweise. Wenn ich richtig drauf fahren würde, ja, ich hab gedacht, bin ich richtig da. Oh, Hopfer ist schon wieder voll, das gibt's gar nicht. Das ist hier voll der Stress, ey. Jetzt schon 35.000 Liter drauf auf meinem Anhänger. Ich habe ganz befürchtet nichts, dass das hier nicht funktioniert. Das kann sein, dass mit dem Anhänger wahrscheinlich nicht. Ja. Ah, doch, geht. So, jetzt muss ich aber schnell der Hafer auskippen, dass ich Gerste abtanken kann, weil die ich nämlich auch voll. Was für ein Stress. Gut, haben wir die Folge eh schon überzogen. Dementsprechend haben wir schon in der nächsten Folge einiges zu tun dann. Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen noch an Geld kommen, weil wie gesagt, nur mit Mietfahrzeugen möchte man natürlich nicht arbeiten. Nee, ganz klar nicht. Aber ihr seht es jetzt ganz deutlich, ohne Mietfahrzeuge, es ist eigentlich fast nicht realisierbar machbar, ja. Weil es einfach wird alles so lange in Länge ziehen. Und ich denke, das ist eine gute Alternative mit den Mietfahrzeugen. Wenn man mal sagt, sicher. Wir nutzen die teilweise ein bisschen mit. Gerade für die Fälle jetzt. Oder mit dem Hopfer. Wenn wir mit unserem 18.000 Liter Anhänger, da werden wir nur hin und her fahren, letztendlich. Das ist so. Kennst du so können nichts anderes mehr machen, die ganzen anderen Felder, wo reif sind und so weiter. Es wird alles nur unnötig in die Länge ziehen, finde ich halt. Ja, und wir haben ja schon 100 Folgen LS gemacht, in dem sprechen die treuen Zuschauer kennen das Prinzip ja schon. Und jetzt sehen wir was ganz auf einer anderen Map mit neuen Möglichkeiten und ein bisschen Starthilfe. Genau. Und ich denke, das ist legitim gesagt. Ich denke, ihr habt mit Sicherheit schon irgendwas dazu geschrieben, hoffe ich mal. Ansonsten könnt ihr das jetzt nochmal nachholen. Wobei wir wahrscheinlich wieder aufnehmen werden, bevor die Folge rauskommt, weil die kommt jetzt nächste Woche Dienstag raus. Ich denke, wir werden nächste Woche Montag wieder aufnehmen, vermute ich mal. Ja, denke ich auch. Also, wenn ihr hier drunter schreibt, können wir es erstmal in der übernächsten Aufnahmesession wieder drauf eingehen. Ja, wobei wir haben das ja schon erwähnt in der ersten Folge letzten vier. Dementsprechend hattet ihr ja die Möglichkeit, euch schon dazu zu äußern. Und wenn das nicht passiert ist, ist es wohl auch nicht dem Interesse, dass wir das lassen. Das heißt, man spielt einfach weiter, wie mir denke, dass es richtig ist. Genau. Weil es ist einfach, ihr wisst das selber, wie es ist am Anfang, es ist einfach, wenn ihr die kleine Maschine, es ist einfach zäh und dann haben wir hier die großen Felder. Dann haben wir das wegen extra dafür ausgesucht, um die große Felder zu nutzen. Wie gesagt, die Hoffnung ist ja, dass jetzt demnächst Crossplay vielleicht mal ein Multiplayer wieder rauskommt. Dann eröffnet sich natürlich noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Genau. Dann wird das Spiel hier ein ganz anderes sein. Und da wird auch der Virus dann mit die Ohren schnackeln, wenn er sieht, was da wirklich alles machbar ist. Okay. Also wenn ich überzeugt davon, kennst du, Hopfen ist schon wieder voll, das gibt's überhaupt nicht. Ja, eben. Kennst du das? Hast du schon mal genutzt?
Ja, ich nutze sicher, hab schon mal mitbekommen, wie es funktioniert, ja. Aber hast du bei mir mal geschaut im Singleplayer? Genau, stell dir vor. Ah, das weiß ich ja, dass du bei mir auch teilweise eine Geschwindigkeit zulässt. Genau. Ist ja immer so mit der Zeit, wenn du dann auch noch Arbeit ein bisschen Aufnahme machen musst und alles noch. Man steht noch ja, ewig im Video gucken, das geht einfach nicht. Ja, ich schaue mir meistens dann an, wenn ich am Rendern bin. Also mache ich normalerweise auch Rendern der Arbeit oder sowas. Wenn im Rendern kann ich hier aufnehmen, das ist dann gute Zeitpunkt, um was anzusehen. Genau. Ja gut, okay, dann war's toll, dass ihr wieder dabei wart. Heute gab es ein bisschen eine längere Folge, dafür habt ihr einiges an Infos gesehen, auch neue Sachen. Und ich ja, hoffe ich überhaupt nicht im Hopfenfeld drin. Hoffe ich, es schaltet also nächstes Mal wieder ein, wenn unser Schwabenbauer seinen LKW im Hopfenfeld sucht. Ich suche immer noch, ich sitze drin und fängt trotzdem nicht. Sterben nicht, aber wir werden total untergehen in Schulden, weil der uns das ganze Geld wegfrisst, weil wir einen Vertrag überziehen, weil wir den LKW nicht mehr finden. Na gut, zum Glück hält der Meter schon an, der Häcksel ja nicht an, der Rest ja nicht mit. Das haben wir schon 65.000 Liter Hopfen gegangen, denn das Feld ist gerade mal, noch nicht einmal halber weg. Scheiße. 65.000 mal 0,4. Ja. 20.000, es gibt 20.000 Tragen ungefähr, ja, nicht mal so viel, ne? Ja, das ist eher uninteressant, das heißt, wir werden jetzt das Feld erstmal, das letzte Hopfenfeld sein erstmal, das heißt, wir haben eine ganze Krempel in Brauerei, denke ich mal. Ja, da sehen wir wieder mal, wenn ich nicht mein Gras verkaufen würde, mein Stroh verkaufen würde, hätten wir gar kein Geld in der Zeit. Genau. Ja, ja. Genau, du bist für die kleine Sache zuständig, nicht für die größere. Ja, genau. In einmal. Ja, auch ich sage, ja, gut. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut mal bei jeweils einem anderen auf dem Kanal vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.